Hallo und willkommen, hier ist Scrub und herzlich willkommen zum Walls of Breathing. Yo. Krass, das sieht aus wie Epilepsy, das Spiel. Und ich habe keine Ahnung, was wir zu erwarten haben, aber es sind viele bunte Farben. Und wo muss ich... What? Das ist ja mal super fucking, kann ich irgendwo runterfahren? Ich verstehe nicht... Wow, okay, mein Kopf tut jetzt schon etwas weh. Ich merke, man muss auf die Farbunterschiede achten, damit man überhaupt den Boden erkennen kann. What? Das sieht super seltsam aus. Wo muss ich denn... What? Okay, da hinten ist ein Gang. Das ist super seltsam. Ihr seht gerade schon, die Farben ändern sich an den Wänden. Und so kann man irgendwie erkennen, wo man langlaufen muss, weil sonst irgendwie alles sehr seltsam aussieht. Ich nicht wirklich sagen kann, wo ich lang muss. Ja, oh Gott, mir wird sehr schwindelig und sehr seltsam im Inneren. Ich fühle mich warm im Inneren meines Körpers. What the fuck? Wo muss ich hier lang? Bin ich hier richtig? Ich laufe mal hier weiter. Ich weiß nicht, ob ich... What the fuck? Okay. Ich schätze mal, für euch sieht es alles genauso seltsam aus wie für mich. Okay, hier ist ein Weg. Ich sehe es so ein bisschen. Oh Gott. Ich glaube, ich muss hier echt eine Epilepsie-Warnung oder sowas drauf bringen. Ich weiß nicht. Ist das hier triggern für Leute mit Epilepsie? Ich habe keine Ahnung. Ja? Nein? Ich weiß, dass Bardo Epilepsie hat. Vielleicht kann ich dem jetzt so eine Testweise schicken und sagen, ey, wenn du stirbst, dann weiß ich, das ist nicht so gut für dich gewesen. Und so. Bin ich hier richtig? Muss ich... Oh Gott. Wenn alles schwarz sieht, es so abgefuckt aus. Weil die Wände bewegen sich ja. Seht ihr das? Dass sich die Pixel an den Wänden bewegen. Das sieht super seltsam aus. Wenn man so direkt hier hinguckt. Oh. Okay. Ich glaube, das Video muss ich ein bisschen höherer Qualität rendern, damit ihr überhaupt erkennen könnt, was ich meine. Mit diesen komischen, bewegenden Pixeln. Und ich kann gerade wirklich nicht... Oh. No! Bin ich runtergefallen? Wo bin ich? Ich bin runtergefallen. Wo muss ich jetzt... Muss ich hier lang? Das ist so seltsam. No! Ach, fuck you. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine ziemlich geile Spielidee, oder? Ich glaube, da könnt ihr mir auch zustimmen, dass die Idee von dem Spiel echt, echt richtig nett ist. Allein, dass man so durch den Farbwechsel überhaupt nur erkennen kann, wo man langlaufen muss. Ich glaube, es gab ein paar ähnliche Spiele, die so funktioniert haben. Aber ich kann mich gerade nicht mehr so dran erinnern. Und ich glaube, es gab in... Oh, könnt ihr euch noch an Nascency oder so hieß das Spiel erinnern? Das habe ich mal gelivestreamt. Auf meinem zweiten Kanal habe ich euch hier mal verlinkt. Das könnt ihr euch theoretisch angucken, weil das war vom Stil her sehr ähnlich. Da gab es auch so eine Szene in einem bestimmten Level, bin ich hoffentlich richtig, ich habe keine Ahnung, wo die komplette Umgebung nur schwarz-weiß und nur so aufgeflimmert hat und man nur ganz schwer erkennen konnte, wo man langlaufen muss. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Ich habe absolut keine Ahnung, ob ich hier richtig bin, weil ich erkenne so gut wie gar nichts. Wo bin ich? Wo bin ich hingelaufen? What? Okay, ich bin irgendwo. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin, weil ich bin nicht nach oben gelaufen, sondern zur Seite nach unten. Und eigentlich war der Tipp ja, keep moving up. Jetzt bin ich halt irgendwo anders, glaube ich. Aber möglicherweise bin ich hier trotzdem richtig. Okay, hier geht's höher. Hier geht's halt auf jeden Fall höher, aber ist es falsch? Ich bin generell ein mega Fan von Spielen, die einfach mal versuchen, vom Grafikstil und von der Art her anders zu sein. Deswegen finde ich solche Spiele wie das hier einfach super geil. Auch wenn es wahrscheinlich ziemlich öde auf Dauer ist und ziemlich kurz. Aber trotzdem spiele ich irgendwie lieber solche Spiele, als was ich, das neue Witcher oder sowas. Weil es einfach mal was Innovatives Neues ist und einfach cool ist zu sehen, was Leute so für Spielideen haben, was sie so alles machen können. Ich habe trotzdem keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich glaube hier lang. Oh, ist das seltsam. Okay, hier geht's weiter. Oh, das Komische ist, man sieht ja sogar relativ, wo man langlaufen muss, auch wenn alles nur eine Farbe hat. Und das ist einfach super cool gemacht. Einfach nur, weil die Pixel in verschiedene Richtungen schwimmen. Wir hätten das Spiel eigentlich auch theoretisch einfach nur so machen können, in einer Farbe. Das wäre eine richtige Challenge gewesen, weil man kann... Irgendwie kann man doch erkennen, wo man langlaufen muss. Ich weiß nicht, ob ihr das im Video sehen könnt, aber ich sehe halt, wie die Pixel in verschiedene Richtungen schwimmen, beziehungsweise sich nicht bewegen. Hier, jetzt seht ihr es ganz gut. Und da weiß man einfach, wo man langlaufen muss. Wenn es weiß ist, ist es echt schwer. Aber bei schwarz geht es ganz gut, finde ich. Und ich kann gerade relativ gut erkennen, wo ich langlaufen muss. Das ist echt cool gemacht. Das ist richtig cool gemacht. Wahrscheinlich ist es im Video nicht ganz so klar, weil diese Pixel so klein sind, dass wahrscheinlich auf YouTube gar nicht mehr so gut zu sehen sind. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wow, okay. Ich hatte gerade ein richtig unangenehmes Gefühl. Wenn man einmal kurz die Orientierung verliert, kriegt man so eine richtig unangenehme Panik im Inneren. Das ist richtig unangenehm. Es ist, als ob du blind in dem Raum stehen würdest und denkst, dass die Tür vor dir ist. Du willst danach greifen und realisierst dann, da ist gar keine Tür. Und dann kriegt man so eine innerliche, richtig unangenehme Panik und so richtigen Stress. Das ist schwer zu beschreiben. Aber ich habe euch diesmal mal das Spiel wirklich unten verlinkt. Ich weiß, letztes Mal habe ich es vergessen, weil ich dumm bin. Aber hey, versucht es mal selbst zu spielen. Und wenn ihr an dieser Stelle hier seid, wo alles in einer Farbe ist, dann wisst ihr vielleicht, was ich meine. Das ist einfach unglaublich unangenehm, ist, wenn man mal nicht weiß, wo man langlaufen muss. Oh, ich bin irgendwo hoch. Ich bin weiter, glaube ich. Ich glaube, ich habe es weiter geschafft. Ich weiß gar nicht, wie lang das Spiel noch ist oder wie weit ich hier noch spielen muss. Oh, ist das seltsam. Oh, Leute.
Mein Kopf ist kurz davor, einfach aufzugeben. What? Wait, wir haben es geschafft? Ich glaube, wir haben es geschafft. Weil hier steht, you win, glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hier steht, you win. Oh, mein Kopf kann noch langsam nicht mehr. You win. Haben wir es geschafft? Müssen wir da rein? Müssen wir hier durch? Weil mein Kopf gibt jetzt auch langsam auf. Bitte sag mir, wir haben es geschafft. Aber ihr seht's, you win. Hier steht's. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Und mein Kopf tut echt weh, meine Augen tränen. Das ist echt das eins der anstrengendsten Spiele, die ich je gespielt habe. Holy shit. Okay, ja, wir haben es geschafft. You win steht hier. Es gibt anscheinend kein Endscreen oder sowas, aber wir haben es anscheinend geschafft. Hoffe ich. Ich bin jetzt hier. Okay, gut. Dann würde ich sagen, das war's für Walls Are Breathing. Und jetzt weiß ich auch, was mit diesem Spielnamen gemeint war. Ich meine, allein dieser Effekt hier, wenn man in die Ecke guckt, sieht man es mal ganz genau. Das ist echt richtig seltsam. Stell dich mal vor, das Spiel gibt es mit der Oculus Rift. Ich hoffe, das gibt es nicht mit der Oculus Rift. Ich will es nicht ausprobieren müssen, weil das Ding liegt hier. Ich habe es noch nicht oft benutzt, ich weiß. Aber no. No. Das würde ich nicht damit spielen, sonst würde ich einfach sofort kotzen. Oh, wie das aussieht. Oh, okay, gut. Das war Water Reading. Lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Dann sehen wir uns auch zum nächsten seltsamen Spiel oder Horrorspiel oder irgendwas anderem wieder. Bye, bye.